Schaut es euch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Golems oder so auf einen Schlag. Das ist mal, Alter, das spawnt noch viel, viel mehr. Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein weiteres Minecraft-Tutorial. Und zwar geht es um eine automatische Eisenfarm und ja, in der 1.14, die Version ist endlich rausgekommen. Und das heißt, ich kann mich endlich mal daran machen, denn in den Snapshot-Versionen hat sich ständig was geändert. Und es wird Zeit für ein neues Eisenfarm-Design, welches aber nicht das hinter mir ist, denn das funktioniert nicht so, wie es ist. Ich bin ein bisschen am Experimentieren gewesen. Aber wir werden heute ein schönes Design machen, sodass wir endlich wieder automatisch Eisenfarm können und zwar sogar vielleicht besser als je zuvor. Okay, dann würde ich sagen, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Let's go mit dem Video. So, den will ich auch schon. Und ja, das hier hinter mir ist ein Design, was nicht funktioniert hat. Erzähle ich gleich mal ein bisschen genauer. Vorneweg allerdings, falls ihr neu seid und mich noch nicht kennt, es würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal noch zu abonnieren. Ich werde weiter Videos machen rund um Minecraft, sei es Guides, Tutorials, Snapshots, Updates, Minecraft-Mods und vieles, vieles mehr. Ich habe schon über 6000 Videos online und würde mich freuen, wenn ihr dran denkt und das Abo da lasst. Danke, danke. So, jetzt aber, let's go. Und zwar, warum funktioniert dieses Design hier hinten nicht? Zunächst mal ist ein Eisengolem gespawnt, das ist hier drin gespawnt, das muss ich auch nochmal gucken, vielleicht liegt es daran, dass hier unten noch Blöcke drunter sind. Es funktioniert folgendermaßen, das Eisengolem Spawning. Ich habe hier mal einen Test-Villager hingestellt, der steht auf so einem Fleck. Und von diesem Villager aus können Golems in der Höhe von 7 Blöcken spawnen. 2 Blöcke nach oben, also hier könnte ein Golem noch drauf spawnen. Ganz oben drauf, auf der Kopfhöhe sozusagen. Und hier unten könnte ebenfalls einer spawnen. Und das ist jetzt ein Unterschied von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Und hier oben anfangend. Tja, das könnten wir in Betracht ziehen, wenn wir uns das Eisengolem-Spawning mal anschauen. Und ich habe hier mal verschiedene Etagen gebaut, so 2 Kästen mit Betten und Tischen halt. Und es sind auch tatsächlich Eisengolems gespawnt, auch sehr, sehr viele. Nur mittlerweile jetzt nicht mehr, als ich angefangen habe, Etagen drüber zu setzen. Nachdem ich die 2., 3., 4., 5., 6. Etage gesetzt habe, haben auf einmal die Golems aufgehört zu spawnen hier unten. Das war ziemlich doof. Ja. Die Frage ist, warum ist das? Und ich denke mal, das ist was mit Dorfsituationen zu tun und Überlagerungen und den Spawn-Verhältnissen und dass wir es so nicht machen können. Also übereinander stapeln Etagen wäre nicht so gut, es sei denn vielleicht, dass wir sie in einem Abstand von 7 Blöcken machen, weil die können ja hier in 7 Blöcken spawnen, dies, das und vielleicht hat es damit was zu tun. Aber das ist erstmal auch irrelevant. Ich werde mal eine Etage oder eine Falle probieren, die nur eine Etage hat, wo aber auch gleich schon genug Villager drin sind, um alles zu, ja, damit man genug Eisen am Ende rausbekommt. Gut, und dafür gehe ich einfach mal hier in die Pampa und auch hier gehe ich allerdings ein kleines Stückchen nach oben. Und vielleicht kann ich auch hier mit Structure Blocks so ein bisschen arbeiten. Obwohl, muss ich mal schauen. Ja, doch, müsste eventuell gehen. Ich mache sie ja nicht so immer in die Luft, damit wir jetzt hier unten keine Probleme haben von irgendwie was, dass die auf einmal unten auf dem Boden spawnen oder so. Auch hier wird es einen Fallschacht geben, dies, das. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Golem spawnen, ach genau, wenn ich es vergesse, auch vom Villager entfernt 8 Blöcke in jede Richtung. Und das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen Abstand sammeln. Was heißt hier hinten eigentlich? Was liegt hier denn? Hallo, da ist eine Katze, die hier rum. Ich dachte, da liegt ein Item. Naja, diese Technik von, oder diese Sammelstation, die ich da habe, von den Villagern, die sollte allerdings weiter gut sein. Wir haben hier ein recht platzsparenden Setup von Betten und Workstations, den brauchen wir. Denn Villager, die arbeiten ja, dann bekommen sie ihren Beruf. Und dann schlafen sie auch abends und wir brauchen also mindestens ein Bett und eine Workstation, damit wir ein Dorf erzeugen können und halt 2 Villager, die in einem Bett schlafen können. Ihr müsst auch nicht so viele da reinschmeißen, die werden sich von Stück für Stück von alleine vermehren in eurer Farm, nämlich abhängig von den Betten und so, aber gucken wir mal. Von der Breite, Workstation, Bett, Workstation, ja, und das geht dann jetzt in die Breite, würde ich sagen, auf mehreren Seiten. Also, ich muss jetzt immer bedenken, ich habe 2 Villager pro Blocklänge. Und wenn ich sage, ich hätte gerne 200, ich werde es so einem Quadrat machen, ich hätte gerne 200 Villager in meiner Anlage drin, dann brauche ich 200 Betten. Das wird spaßig. Na, ich baue mal eine kleine Form vor, im Groben. So, dann, ich habe jetzt mal eine so eine Plattform gebaut und die ist hier in der Mitte, also es sind 5 Blöcke und dann jeweils 8, 8, 8 in jede Richtung. Also 24 Blöcke nochmal dran gesetzt und hier werden dann Wasserströme runterfließen von hier nach hier nach hier, was die Golems in die Mitte schwimmt. Das ist jetzt eine Farm, die eine zentrierte Killstation hat in der Mitte und das ist aber nur eine
oder ein Teil davon, ich würde mal sagen, Gif Spark Structure Block. So, und das speichere ich gerade mal einfach ein, die Struktur. Und würde sagen, wo packen wir die denn dran? Irgendwie so hier. Genau, mache ich mal einen Corner Block draus, damit ich das kopieren kann. Mach mal eine 2 draus, weil drüben habe ich die 1 verwendet. Corner Block für eine 1, für eine 2. Und hier machen wir einen Corner Block für eine 2. So. Und das kopiere ich jetzt einfach mal. Und füge das etwas weiter hinten an. Ein Save. 2 Save. Beziehungsweise ich kann ja eben mal auf Detect stellen auch. Lesen wir mal sie. Ah, ja. Es ist zu klein. zu cool, ja. Also die maximal fassbaren Blöcke für eine Struktur sind leider zu klein. Ja, aber ich sollte es trotzdem einigermaßen hinkriegen. So, welchen Abstand habe ich dazwischen? Ich würde sagen 5 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ab hier in etwa sollte das dann sein. Und dann kann ich ja vielleicht hier mal draufsetzen. Beziehungsweise bin ich richtig? Nein, bin ich nicht. Ich muss das hier hinten machen. Man setzt die Struktur nämlich immer in die positive X- und Y-Richtung. X- und Z-Richtung, so rum. Dann mache ich das eben hier. Das sollte mir jetzt nur gerade den Weg ein bisschen abkürzen vom Blöcke setzen, damit ich nicht hier so viel rumbasteln muss. So, und ich glaube, wenn ich jetzt den hier setze, Load, einmal auf Load, Klick, ah genau, 2 muss ich einstellen. Load. Nein, macht er auch noch nicht. Verdammt, aber eigentlich sollte das Ding doch hier einfach 2, Load. Seid richtig eingespeichert worden. Gemein. So, jetzt habe ich es richtig reingeholt und dann Load. Und dann hätten wir den auch schon. Ich kann aber die Cornerblöcke und das ganze Zeug oben wegmachen von der Struktur. Das war nur kurz zum Kopieren, damit ich hier vorankomme. Das hier unten kann ich wegmachen, aber damit das schon mal so aussieht. Und ich glaube, mit den 24 Blöcken, komme ich bereits schon auf 200 Villager, die hier drin sein werden. Ich habe auch mal an der alten Farm da drüben die Villager geklärt, sodass halt das nicht allzu hart laggt, wenn ich die ganze Zeit hier neue Mobs hinzufüge und so. Und dann fülle ich diesen Teil hier auch nochmal auf und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Villager kommen. So, dann die beiden großen Plattformen, die stehen endlich da und ja, jetzt müssen wir gucken bei den Golems. Die Golems sollen ja beispielsweise auch nicht, wenn man hier ist, auf dieser Reihe hier drin spawnen. Da müssen wir ein paar Sachen bedenken. Zunächst mal, wir brauchen einen Lectern. Also man kann natürlich jede Workstation für einen Villager nehmen. Ich würde aber Lecterns nehmen, sodass man die Farm eventuell noch für ein paar andere Zwecke gebrauchen kann. Also im Klartext, Dingen sind hier... Mending-Bücher und sowas. Also, die Villager werden ja im Beruf alle zu Librarians ändern. Und wenn man Glück hat und halt eine Eisengolem-Farm hat und ganz viele Librarians drin hat, hat man halt eventuell die Möglichkeit, einfach an Trades ranzukommen und gute verzauberte Bücher zu tauschen und vor allen Dingen Mending zu bekommen. Also, es ist nicht nur eine Eisengolem-Farm, sondern gleichermaßen auch eine Mending-Farm. Und das ist natürlich nicht schlecht. So, Nachteil ist, man muss natürlich auch für jeden Villager ein Lectern halt machen. Ich ziehe einfach mal gerade hier durch. Und das wird auf beiden Seiten platziert werden. Ich hätte gut mal sagen können, ich hätte das zuerst machen können und dann kopieren können, aber auch nicht ganz. Das Einzige, was mitkopiert wird, wenn sie Lecterns, die Betten, die drin stehen, wenn ich im Structure Block kopiere und am Claw Command, dann ploppen die wieder ab und ich muss sie auch per Hand setzen. Naja, ich mache das mal kurz für beide Seiten hier. Hier kommen jetzt Lecterns rein plus Betten. Die Betten sehen dann einfach hier so in dieser Reihe hingestellt. Oder hier beispielsweise auch daneben, ist ja egal, ihr müsst kein Muster machen und so, ihr müsst auch keine farbigen Betten nehmen, einfach hier. Deswegen kann ich einfach gedrückt halten, weil ich kann ja kein Bett auf ein Bett stellen. So, einfach durchgezogen die ganze Zeit. Beziehungsweise es sind ein bisschen mehr als 200 eigentlich Betten, weil in der Mitte habe ich nochmal 5, nochmal 10 weitere, ja ein kleines bisschen mehr. Aber die Farm, die wird prügeln und zwar richtig, da werden Golems kommen ohne Ende. Und ich denke, das ist in Survival alles machbar, aber Eisengolem-Farming ist so vereinfacht worden, also finde ich jetzt, ist so verdammt vereinfacht worden,
Das ist schon krass. Was wir auch noch machen können dann, sind die Blöcke, die ich gerade genommen habe, um die Betten zu platzieren. Betten kann ich leider nicht in der Luft platzieren. Unten drunter wieder zu entfernen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass hier drüben ein Eisengolem unten drin gespawnt ist, weil unter den Betten halt Steinblöcke sind, dass der irgendwie sich da reingeschmuggelt hat. Was wir auch machen werden, ist mit Glas über die Lektenz setzen, denn Golems sollten nicht auf Glas spawnen und halt wie gesagt nicht auf Betten. Auf normalen Blöcken schon, nicht, dass die irgendwie mal hier so zwischendrin spawnen, dann die Effektivität der Farm verringert wird, also... Da müssen wir mal schauen und sowas. Aber so, ich mache mal kurz die restlichen Lektans fertig. Ihr kannst halt übereinander setzen, das ist das Problem. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da wäre ich wieder. Wenn man im Nachhinein, wie gesagt, die Dinger wieder entfernt, dann geht das wunderbar klar. Muss man sich aber überlegen. So, als nächstes kommt Glas zum Einsatz. Und zwar, hier kommt eine Schicht Glas drüber. A, damit die Villager nicht raushüpfen. B, damit auch hier keine Golems drauf spawnen können. Die sollen ja alle in der Mitte spawnen, wo es jetzt gleich einen Wassertransport gibt, der die zur Mitte spült und dann den Fallschacht rein zum Zerhäckseln. Und hier kann ich auch nochmal Bett setzen und da nochmal ein Bett. Von einer Seite können wir zumachen. Hier unten brauche ich nicht, aber hier kann man zumachen. Und hier wieder eine Reihe zurück. Geht eigentlich auch recht fix, eigentlich, wenn man so rumfliegen kann. Ich nehme mal White Stained Glass, weil besser als normales Glas. Oder mal was anderes halt. So, dann einmal hier rüber. Und hier halt genau dasselbe. Genauso wie, also hier auch in die Ecken, damit ich nicht damit was rausglitscht und so. Genauso wie hier drüben dürfen wir das ebenfalls nochmal machen. Auch hier werde ich jetzt eine Reihe außen rumziehen, dann sehen wir uns auch gleich wieder. Okay, nächster Schritt geschafft. Einmal Glas rumgesetzt und ja, wie machen wir das mit diesen Blöcken hier? Ich würde die eigentlich schon wieder entfernen. Alles unter den Betten einmal wegmachen und dann können wir auch schon, beziehungsweise wir können die Villager jetzt schon reinsetzen. Wir müssen allerdings Folgendes bedenken. Wir brauchen pro Bett einen Villager. Und das heißt, wir dürfen ganz viel platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 46, ich zieh mal weiter durch. Also 53 Villager kommen eine Reihe rein. Plus 53, plus 53, plus 53. Und damit kommen wir auf über 200 auf jeden Fall. Ja, schön, dann setze ich die mal hier rein und dann, ja, die können nicht mal raus. Ja, ich würde sagen, die Sache wird richtig belebt und wie gesagt, man kann es doppelschneidig benutzen. Hier habe ich Powerbuch drin, Feather Falling, also bei 200 Villagern ist die Chance bestimmt groß, dass man mal ein Mending irgendwie wischt, Channeling. Es lohnt sich einfach extrem. Voll viele haben echt gute Sachen mit drin und das ist ganz nice. Weather clear. So, und dann machen wir die Sammelstation. Die Golems können noch etwas unten drunter spawnen, Anführungszeichen. Ich glaube, man sollte viel mit Glas arbeiten, damit die nicht hier durch Blöcke arg beeinflusst werden. So, und auch hier nochmal einfach Glas dran setzen. Ja, hier kann man auch überall Glas. Man kann einfach überall Glas hinmachen. Man braucht eigentlich gar nicht mal den Quarz, habe ich irgendwie aus Reflex gebaut. So. Dann, wie starten wir die Sammelstation? Zunächst mal die Blöcke hier neben, wo die Golems drauf spawnen sollen. Die können wir ganz normal nehmen. 1, 2, 3. Ja, das müsste schon ganz gut passen. Also, hier geht's jetzt los mit 5 Blöcken breit. Einmal nach hier hinten. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke nach hinten, weil so lang fließt halt das Wasser. Und dann machen wir so eine kleine Ebene. Und hier hinten machen wir dann einen Knick nach oben. Und das ebenfalls dann wieder 8 Blöcke nach hinten. Das von beiden Richtungen aus. Und in der Mitte einen Fallschacht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da auch nochmal. Check. Und hier hinten auch nochmal einen nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Passt also perfekt jetzt hier oben mit rein. 100, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hierhin. Und hier hinten können wir jetzt auch mit Glas abschließen. So in der Art. Ups. Ja, können wir runterbauen oder wie auch immer. Mache ich einmal hier oben zu.
Dann kommt hier der Steinhimm. Und der Golem, der sollte jetzt hier laufen. Ich sehe unten auch schon gerade einen rumlaufen. Ich weiß nicht, wie der gerade hingekommen ist. Ist er irgendwie runtergefallen oder wo ist der hergekommen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wie ist der hergekommen? Ist die große Preisfrage. Normalerweise sollte der, vielleicht ist der doch da vorne gespawnt, irgendwie runtergefallen und so, aber... ich habe die Zeit mal auf 9000 gestellt, weil ab da sollten, oder ein bisschen später als 9000, ab da sollten die Villager nicht mehr arbeiten, sondern am Quatschen sein. Klar, in einem normalen Spielverhalten mit Tag- und Nachtzyklus geht das auch ohne Probleme, aber ich habe jetzt einfach mal die ganze Zeit auf 9000 gestellt. Und dauert jetzt ein kleines Wählchen, bis die in Fahrt kommen, weil die müssen sich erstmal bequatschen. Und so Stück für Stück werden die Golems gleich einfach anfangen zu erscheinen, zu spawnen. Und ich mache es auf der anderen Seite auch nochmal, diese Treppe jetzt gleich, die Sammelstation. So sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. Ich habe auch mit Glas ausgekleidet, jetzt sind hier die Treppen fertig und wenn ich jetzt dann mit Water rangehe, kann ich das hier setzen. Gut, falls ihr übrigens wundert, warum noch keine Golems gespawnt sind, jetzt hier so frequenterweise, während ich hier gebaut habe, das müsste noch einen anderen Grund haben, fällt mir gerade so ein. Und zwar, vielleicht ist auch der Grund, weshalb die Farm hier drüben nicht funktioniert hat. Ich glaube, die Villager müssen vorher erst nochmal schlafen oder sie ins Bett gelegt haben. Weil das haben die hier noch gar nicht gemacht, deswegen werde ich gleich mal Nacht machen. Und Golems müssen dann irgendwie am nächsten Tag spawnen, nachdem die gequatscht haben, wenn ich das recht verstanden habe. Und deswegen lasse ich das eben gleich mal laufen, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Als nächstes fehlt noch hier eventuell gleich einen Fallschacht. Und da bin ich gerade überlegen, wie groß mache ich dieses Gerät? Ich könnte den eigentlich noch kleiner machen oder aber ich kann auch einen Mega-Fallschacht machen. Das ist letzten Endes egal. Also je nachdem, wie viel Material ihr habt, könnt ihr den größer oder kleiner basteln. Aber Moment. So, dann ziehen wir einfach mal so ein kleines bisschen hier runter. Und da ist jetzt auch wieder hier Schilder mit Lava drin und so, dass wir die Golems weggegrillt kriegen. Die müssen ja auch sterben und die Hopper unten drunter sammeln dann das Eisen ein. Das ist halt mehr oder weniger jetzt das am wenigsten aufwendigste eigentlich. Ich kann sogar einfach hier schon mal die Schilder hinsetzen. Und ich nehme dafür mal Spruce Science zur Abwechslung. Und einfach hier klonk, klonk. Alles mit Schildern voll und dann eins nach vorne rutschen und da auch alles mit Schildern voll. Immer Schilder an Schilder setzen. Idealerweise das Hintere dann nicht mehr abbauen. Das wäre ganz nett. Muss er jetzt 25 Schilder setzen. Weil 5 von 5. Nope, das war falsch. Gut, dass jetzt noch nichts gespawnt, weil die Sammelstation ist noch nicht da. Und da nochmal. Da nochmal. Da nochmal. Ich werde auch gleich nochmal alle Entities vom Typ Eisengolem clearen, weil hier laufen halt ziemlich viele rum. Ich weiß nicht, inwiefern die Dörfer da hinten geladen sind, weil jedes von den Dörfern hat auch wieder ein Golem. Aber der ist eigentlich weit genug weg, dass der das Dorf hier gar nicht beeinflussen müsste. Naja, so. Dann Lava-Eimer. Ja, und dann können wir die Arbeit drauf verteilen. So, und alles, was Golem ist, rutscht dann rein. Und dann kann ich einmal rangehen und hier nochmal eine Glasschicht. Und dann kommen da direkt die Hopper schon drunter. Jetzt habe ich hier zwei Blöcke Luft. Golem sind drei Blöcke hoch. Die stehen da mit dem Kopf in der Lava. Und beispielsweise kann ich hier mal eben eine Chest holen. Und die kann dann... Ja, ich mache die einfach mehr so in die Mitte. Kann man jetzt natürlich ein größeres Lager hier mit Hopper und so weiter und so fort wieder machen. Also mehrere Kissen untereinander mit Hoppern. Und ich würde einfach mal machen, dass alles jetzt hier vorne reingeht. So. Also Hopper an Hopper. Na, ich hatte 25 Stück. Naja, ihr werdet so viel durch die Eisenfarm hier kriegen, also von daher passt das, denke ich, schon. So, und jetzt lasse ich die gleich mal alle pennen, beziehungsweise weitere Kisten drunter. Sekunde, den. Nope. Den, 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 den und den. Und hier kommen dann die Hopper dran. Den, den. 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 Und jetzt mache ich gleich einmal Nacht, dann lasse ich die Golems spawnen und dann dauert es ein Weilchen, bis dann eventuell was kommt. Also. Slash. Kill.
alle Entities vom Type. Und dann Iron Golem. Ecke, Klammer zu. Alle Eisengolems sind weg. Time, Set, Night. Jetzt legen sich alle Dorfbewohner einmal hin. Und wenn ich jetzt gleich wieder auf Tag mache, dann sollten die, die gehen als Sim zu oder in Bett. Dann sollte dann die Golems dann spawnen. Naja, warten wir mal ab. So, wenn man genau hinhört, jetzt ist gerade wieder Tag, kann man eventuell hören, wie die, aha, an den Blättern drehen, also von den Büchern in den Lecterns drin. Übrigens, ich habe noch eine kleine Anpassung gemacht. Ich habe das vorher nicht gehört, ich habe die Lecterns nochmal einen Block nach oben geschoben, sodass sie von hier drauf zugreifen können. Ich habe ein paar Fehler bemerkt, auch bei der alten Farm, da sind die ein bisschen zu weit unten und ich glaube, am Anfang sind welche gespawnt, weil ich da noch keine Glasblöcke drauf hatte, also schon Villager drin und die haben schon an den Dingern gedreht und so und dann als die Glasblöcke drüber waren, konnten die nicht mehr ran und dann ist nichts mehr gespawnt, aber hier sollte man die ganze Zeit jetzt Seiten hören, Blätter hören und die Farm brauchen Weichen, bis sie anläuft, ja, also so 2 bis 3 Tage sollte man noch reinlassen und es sind aber schon Golems gespawnt, also ich habe hier schon 42 Eisen drin tatsächlich und 9 Dinger, das war jetzt nicht so lang in einem Minecraft-Tag, erstmal den ersten und dann habe ich war immer noch dabei, hier umzubauen. Ne? Also ich habe das hier mal hochgesetzt und auch hier über die Lecterns nach oben geschoben. Und ich habe noch eine weitere Kleinigkeit gemacht. Golems können wohl auch innen drin spawnen, hier wenn... Fehlt hier noch ein Bett? Die können wohl auch hier drin spawnen, wenn da Luft drunter ist. Deswegen unter die Betten idealerweise auch Glas setzen. Aber so sollten wir die Farm jetzt laufen lassen können, die ganze Zeit, dies, das und so weiter und so fort. Die müssen auch gleich jetzt nochmal ein bisschen chit-chatten. Ich mache mal Folgendes, ich lasse die mal ein bisschen Gossip führen und dann sollten eventuell wieder die Viecher anfangen zu spawnen, beziehungsweise das heißt irgendwie, dass der Golem am nächsten Morgen spawnt. Als ich eben zum Beispiel also Tag gemacht habe, sind ins 2 Golems gespawnt, die sind runtergerutscht. Aber das sieht jetzt noch langsam aus, das müsste ich noch viel mehr verschnellern und in Schwung kommen. Aber gib mir noch ein paar Minuten, ich stehe mal hier und schau mal, wie sich das jetzt gleich noch alles hier verändert. Okay, meine Freunde, wie ihr gerade gesehen habt, es sind einfach mal 1, 2, 3, 6 Golems auf einmal gespawnt, noch ein 7. hinterhergekommen. Und jetzt geht's richtig ab. Also das hatten wir früher in den Farmen auf keinen Fall gehabt. 7 Golems auf einen Schlag in der Farm oder 6, genau, 17 hinterhergespawnt. Aber die Uhrzeit müsste jetzt nach 9000 liegen und die sind von ihrer täglichen Arbeit übergegangen und haben sie jetzt hier gruppiert in kleinen Grüppchen, besprechen, quatschen, was brauchen wir denn? Wir brauchen Golems und Golems. Hier an der Stelle... Ist ein bisschen doof tatsächlich. Die hängen da drin, sehe ich. Vielleicht, eventuell sollte ich hier kein Glas nehmen, sondern Quarzblöcke ebenfalls noch, damit die nicht drin feststecken oder so. Aber da könnt ihr eventuell auch dran denken. Und beim Nachbauen das noch mit abändern. Ich habe es einfach Glas genommen, weil ich gedacht, das sieht auch ganz gut aus. Aber wir können auch solide Blöcke nehmen. Dann müssen die da nicht so komisch drin spawnen und so. In den Glasblöcken passiert das ab und zu mal. Da ist schon wieder einer gerade gespawnt, nur in der Zeit, wo ich einmal rausgefluppt bin. Ja, und da kommt der nächste, da kommt wieder der nächste und ihr seht, das geht übelst ab. Also wirklich übelst. Hier kommt Eisen rein, bis zum geht nicht mehr. Ich habe jetzt leider nicht getestet, wie viel es pro Stunde oder so ist. Das kann man auch irgendwie zählen, indem man die Drops von den Dingern zählt, per Scoreboards und so weiter und so fort. Aber überlegt man jetzt schon von 47 auf über einen Stack. Und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Die Farm kommt langsam in Schwung. Die wird, glaube ich, noch ein bisschen Momentum aufnehmen. Also, dass hier 6 Golems drin stehen, das ist keine Seltenheit. Okay, es wird jetzt auch schon ins Bett gelegt. Ja, weil es einfach gerade mal wieder Nacht wird. Da kann ich einfach mal wieder theoretisch machen wir einfach Folgendes. Ich mache mal wieder die Game Rule aus. Ich habe die mal eingestellt, damit ich jetzt ein bisschen besser mit den Tagesrhythmen so gucken kann, damit die arbeiten, dies, das. Du Daylight Cycle mache ich kurz auf False. Oder mache ich Time Set 9500. Also, weil bei 9000 sind die dann am Quatschen. Und jetzt sollten mehr oder weniger die ganze Zeit, guckt euch das an. Guckt es euch an. Ah, schaut es euch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Golems oder so auf einen Schlag. Das ist mal, Alter, das spawnt noch viel, viel mehr. Ja, also von Tag zu Tag wird schneller und ich glaube, das geht jetzt schon richtig, was denn, geht schon die Max-Kapazität dran? Bin mir nicht ganz sicher, aber schaut es euch an. Ah, das ist doch die wahre Pracht eines Minecraft-Spielers. Ja, das ist sehr, sehr angenehm und ja, ich würde sagen, ich hoffe mal, ich habe eine gute Farm hier konstruiert. Die sollte recht gut bügeln. Und zwar richtig gut. Also alles, was ich bisher in Survival Farm gebaut habe, schlägt die auf jeden Fall. Die 1.14 macht es möglich, dass man echt gute neue Techniken bauen kann. Schön. Wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis dann, lasst krachen. Und tschüss.